Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cat. In diesem großen Paket, naja, relativ, steckt auf jeden Fall was ziemlich Kleines relativ, und zwar ein Apple Air Tag. Da seht ihr das Ding. Und da machen wir jetzt mal ein Unboxing, schauen uns das Gerätchen an und richten es ein und versuchen auch direkt mal, wie gut und einfach das hier funktioniert. Also, los geht's. Da haben wir also das kleine Ding und naja, die Packung. Und ihr seht, so wird es geliefert. Ja, recht unspektakulär natürlich. 35 Euro kostet ja so ein AirTag als Einzelgerätchen oder eben 100 Euro für 4 Stück. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mir hier auch eine Gravur drauf machen lassen. Mal schauen, ob die auch wirklich hier angekommen ist. Ich habe, glaube ich, ja, den Buchstaben M mir draufgepackt. Also erstmal hier auspacken, alles rausziehen und ja, Packung ist leer. Wir finden erstmal haufenweise Papier. Was ist das hier? Safety and Handling. Ach je, Garantiegeschichten. Okay, sowas. Dann hätten wir einmal, ja, hier, da ist vorne, da steht es drauf, AirTag. Und wir öffnen und, ah ja, wir bekommen hier eine kleine Anleitung, dass wir erstmal auf das neueste iOS updaten sollen. Okay, nächstes. Oh, und da ist das kleine Ding schon. Und hier sieht man dann nochmal, wie man das Ganze wohl pairen soll. Bringe den AirTag in die Nähe des Gerätes und folge den Anweisungen. Sehr schön. Also, dann komm mal raus. Wie kommst du denn? So. Ja, sehr leicht. Und ja, auch die Gravur ist da. So, wie kriege ich das jetzt hier? Da einmal öffnen. Und ja, das sieht nett aus und spiegelt wie Hulle. Ihr könnt mich hier sehen. Schön das Apfellogo in der Mitte. Ultra Wideband AirTag, designed by Apple in California, assembled in China. Bluetooth LE, also Bluetooth Low Energy Ultra Wideband. Damit funktioniert das Ganze. Und ich ziehe mal ab. Und hier, naja, hier kann man sehen, da geht es unter den Akku, beziehungsweise es ist kein Akku, unter die Batterie. Denn da ist das Ganze noch deaktiviert. Und wenn ich es rausziehe, dann geht es an. Und hier kann man auch schön sehen, ja, mein M, das ich hier draufgepackt habe. Fühlt sich, ja, ist natürlich hier Kunststoff und hier auf der Rückseite, ja, wahrscheinlich Aluminium, schätze ich mal. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr nett und hochwertig an. So, ich ziehe das Ding mal raus. Mal schauen, ob wir was hören. Ja, da habe ich doch was gehört. Da ist wohl was aktiviert worden. Also schnappe ich mir mal hier flott mein iPhone und wir schauen mal, ob was passiert. Da haben wir es schon. Jawohl, schöne Animation, so wie man das auch von den AirPods zum Beispiel her kennt. Schön, schön gemacht auf jeden Fall. Ich gehe mal hier auf Verbinden. Jetzt können wir uns aussuchen. Ah ja, wir können ihn benennen. Wo packe ich den denn dran? Erstmals ist mein erster, sage ich mal, Schlüssel. Man könnte aber auch hier einen eigenen Namen benennen. Ich sage mal Schlüssel, gehe auf Weiter. Dann sehen wir hier haufenweise von meinen persönlichen Daten, die ich jetzt ausblende. Und dann steht hier, es wird mit deinen persönlichen Daten verknüpft, die du bei Apple bereitgestellt hast. Okay, weiter soll gemacht werden. Und dann wird hier konfiguriert und wir warten mal einen kleinen Moment. Ich werde auch gleich mal das Teil hier verstecken lassen und werde es suchen, um mal zu schauen, wie gut das funktioniert. Also jetzt sehe ich einmal hier meinen aktuellen Standort. Ich habe die Präzisionssuche, befindet sich das AirTag in der Nähe, weist ein Pfeil auf den genauen Standort hin. Ich glaube, das funktioniert so auf 5 Meter etwa. Ton wiedergeben, man kann hier also auch einen Ton abspielen und man kann auch sogar sich eine Route auf der Karten-App anzeigen lassen, wenn das Ding wirklich mal weiter weg ist. Cool, also gehe ich mal auf Fertig und ja, das war's wohl schon. Dann können wir einmal die Wo ist-App öffnen. Und dann gehen wir hier unten auf den Reiter Objekte und dann kann ich hier schon sehen, Schlüssel von Mike, und sehe dann hier die Adresse und alles weitere. Und jetzt versuche ich mal hier einen Ton abzuspielen. Drück dann mal hier auf das Gerät drauf. Dann geht hier ein Menü auf, Ton abspielen, suchen, Mitteilungen, Modus verloren kann ich hier machen. Also wir spielen mal den Ton ab. Das ist ziemlich laut. Das kommt wirklich hier von dem Teil. Und hier ist natürlich, ja, Stopp. Hier ist kein Lautsprechergrill oder irgendwas. Der Ton
oder beziehungsweise hier die Abdeckung, der Kunststoff, das ganze Gehäuse hier fungiert als Lautsprecher, wird in Vibrationen versetzt und ja, da wird dann der Ton eben drüber wiedergegeben. Coole Sache. Dann kann ich hier natürlich den Modus verloren aktivieren, dann ist das klar. Das Ding wurde verloren, wenn irgendjemand anderes das finden sollte und verbindet das mit seinem Gerät, dann wird hier gesagt, hey, das hier ist nicht dein AirTag und der andere, ich glaube, man wird kontaktiert oder man kann eben denjenigen kontaktieren, dem das Gerät gehört, beziehungsweise auch das, was am Gerätchen dann dranhängt. So, also das hat alles schon mal sehr gut funktioniert. Ah, genau, der Akku, es ist kein Akku, die Batterie, die steckt hier hinten drin und da muss man, glaube ich, nur hier reindrücken und ein bisschen drehen und dann, genau, öffnet sich das Gerätchen hier und ihr seht, was dort für eine Batterie verbaut ist. Die kann man also sehr leicht selbst auswechseln. Das ist eine CR2032. Das ist hier so eine flache Knopfzelle, wie sie auch auf den Uhren verwendet wird. So sieht es dann von innen aus. Und die soll laut Apple so etwa, da gibt es direkt wieder einen Ton, die soll etwa so ein Jahr lang halten. Und dann kann man die ganz leicht auswechseln. Wenn die Batterie schwach wird, bekommt man natürlich eine Mitteilung dann auf dem iPhone. So, also nochmal eingelegt und reindrücken, drehen, fertig. Und natürlich IP, was ist es denn? Ich glaube 67 haben wir hier als Rating. Das heißt, das Ding hier kann auch mal ins Wasser fallen, nass werden, ohne dass dort irgendwas passiert. Also Einrichtung war schon mal super einfach, hat mir gut gefallen. Das Ding gefällt mir auch ganz gut. Vielleicht nochmal einen Größenvergleich. Ich habe gar nichts da jetzt hier, um mal hier euch die Größe irgendwie zu demonstrieren. Außer lasst mich mal hier gerade kramen. Hier zum Beispiel, eine SD-Karte. Na, da kann man das sehen. So eine standardmäßige SD-Karte, die ist da schon ein bisschen höher, aber nicht ganz so breit. Also das Ding ist schon, ganz kompakt. Also es könnte noch kleiner sein, aber es ist ganz kompakt. Fühlt sich gut an. Ich finde es ganz nett und werde jetzt mal den Auftrag verteilen, das Ding hier zu verstecken und dann suchen wir es. Oh mein Gott, es ist passiert. Ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Wie konnte das denn passieren? Also der AirTag wurde jetzt versteckt und wir suchen ihn einfach mal. Dafür gehe ich hier auf Suche. Und bekommen hier so eine Ansicht verpasst. Verbundensignal ist schwach, versuche dich einem anderen Ort zu bewegen oder dich zu nähern. Und hier unten kann man auch einen Ton abspielen. Moment, ich muss mal hier die Helligkeit etwas runter regulieren. Dann könnt ihr das besser... Ach, schaut mal her, das ist ja die Kamera. Schaut mal, es ist ein verschwommenes Bild vom Hintergrund. Wenn ich jetzt hier mal hingehe, kann man es vielleicht irgendwie erkennen. Tatsächlich die Kamera, die ist da aktiviert und man kann ganz verschwommen den Hintergrund sehen, aber das soll nur mal am Rande, ist mir hier gerade aufgefallen. Also, wir suchen mal. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Mal schauen, wenn man nah dran ist, dann müsste eigentlich hier, guck mal hier, 8,1 Meter sind es noch. Wir kommen schon näher, jetzt 6,8 Meter und ich habe einen dicken Pfeil auf dem Bildschirm. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, noch 1,6 Meter. Jetzt hier kriegen wir hier schon eine präzise Angabe. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Wenn ich jetzt so nah dran bin, könnte ich natürlich hier auch schon einen Ton abspielen. Da hört man schon was. Was ist das hier? Taschenlampe? Licht? Handylicht. Okay, also wir suchen mal noch 1,5 Meter. Noch näher, näher, näher. 0,6, jetzt vibriert auch schon das Handy. Das heißt, das Ding liegt wahrscheinlich... Hätte ich jetzt gedacht, liegt hier drin. So, 0,5, 0,4, 0,3, 0,5. Also es muss irgendwo hier sein, wahrscheinlich hier im Karton. Moment. Nochmal Ton. Wo ist es denn? 0,2, aber guck hier, ist cool gemacht. Hier. Da ist es drin. Ach, da in der Ecke. Okay. Da war ich ja doch schon ganz nah dran. Also das hat echt cool funktioniert. Sehr schön. Also ich würde mal sagen, Test bestanden. Das hat echt gut funktioniert. Ist aber nur der leichte Test gewesen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie befestigt man das Ding hier am Schlüsselbund? Dafür gibt es verschiedene Lösungen, wo das dann hier so reingeklippt wird. Und dann kann man es am Rucksack, am Schlüsselbund oder sonst wo befestigen. Viele zeigen natürlich jetzt hier im gleichen Video die völlig meiner Meinung nach überteuerten Zubehörteile von Apple. Ich habe mir da was schon von einem Dritthersteller bestellt, aber
es ist noch nicht da. Zeige ich euch alles noch. Auf jeden Fall für das Video soll es das gewesen sein. Unboxing, Einrichtung, alles wunderbar. Funktion auch sofort gegeben. Ich bin echt positiv angetan hier von so einem Apple AirTag und freue mich, das nochmal genauer zu testen. Mein Plan wird sein, das Coole ist ja, das muss ich euch noch kurz erzählen, ich kann die ja nicht nur hier so finden, sondern Apple nutzt ja das komplette Ökosystem. Das heißt, wenn ihr euren Schlüsselbund zum Beispiel irgendwo in der Fußgängerzone in der Stadt oder sonst wo verliert und irgendjemand läuft mit seinem iPhone da dran vorbei, dann sendet der AirTag ein Signal an das iPhone, natürlich alles verschlüsselt, anonymisiert. Aber so bekommt ihr dann die Mitteilung, wo euer Gerät liegt und das wird dann geortet und es laufen ja wirklich viele iPhones durch die Gegend und das ist eine Sache, die ich richtig cool finde. Das heißt, nicht nur in den eigenen vier Wänden oder wenn man sehr nah dran ist, kann man es finden, sondern auch wenn das Ding sonst wo liegt. Es muss nur mal irgendjemand vorbeilaufen mit einem iPhone und dann wird hier die Position ziemlich gut bestimmt. Soll auf jeden Fall mal so sein. Ich werde es ausprobieren im nächsten Video und dann lasse ich das Ding hier mal verstecken, aber nicht in meiner Wohnung, sondern irgendwo draußen und dann gehen wir mal auf Suche und schauen, ob ich dann auch völlig unwissend irgendwo draußen in der Fußgängerzone im Park oder was weiß ich, wo es versteckt wird, ob ich dann das Gerätchen hier wiederfinden kann. Das finde ich echt sehr spannend und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei beim nächsten Mal, wenn wir auf große AirTag-Suche gehen in der großen Wildnis draußen. Also, das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!